alles. Schaut mal, Leute, wo ich gerade bin. Ich bin in Köln. Oh, man sieht gar nichts. Das blendet alles. Okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Und viele, viele Grüße schon mal aus Köln. Die Isi und ich, wir sind nämlich gestern hierher gefahren. Das hat ewig lang gedauert. Nein, hat keine 8 Stunden gedauert, aber gefühlte 20 Stunden. Und wir haben heute was Tolles vor und dann nehmen wir euch mit. Wir dürfen nämlich heute zur Premiere von den drei Ausrufezeichen. Von den drei Ausrufezeichen. Und da freut sich die Isi schon total drauf. Ich mich auch, aber es ist natürlich ein Film, wo die Mädels so alt sind wie die Isi ungefähr. Auf jeden Fall findet die Isi die Bücher auch ganz toll. Sie hat jetzt noch kein ganzes gelesen, aber wir haben jetzt schon mal reingeschnuppert und ich könnte mir vorstellen, dass du da ein Riesenfan bist, glaube ich, oder? Ja. Auf jeden Fall. So, und wir gehen jetzt mal frühstücken und dann wollen wir gucken, dass wir noch ein bisschen shoppen gehen können. Mama hat natürlich ihr Make-up vergessen. Toll, irgendwas vergesse ich immer. Ja. Und so ein bisschen, naja, okay. Und ja, und dann melden wir uns später wieder, wenn es losgeht. Denn, ich verrate euch was, die Isabel, die darf auch ein Interview führen. Genau, mit den Mädels von den drei Ausrufezeichen. Und ich habe mir schon ein halbes Buch aufgeschrieben, voll mit Fragen. Die Isi war voll fleißig. Sie hat sich schon ganz, ganz viel in ihr Notizbuch geschrieben. Und ja, und ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das kriegen wir hin. So Leute, und wenn euch das Video gefällt, dann schenkt uns einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, abonniert uns. Ja, und jetzt geht's los. Wir waren jetzt ein bisschen shoppen. Guck mal, haben auch ein bisschen eingekauft und gehen jetzt noch zu Dunkin' Donuts. Genau, wo ist er denn? Ja. Siehst du? Den Kaffeebecher. Ah ja, Dunkin' Donuts. Was? Ich wollte immer mal in den Dunkin' Donuts. Genau, wir wohnen ja nicht in einer großen Stadt, deswegen. Aber im Westpark ist der jetzt auch. Genau, da gibt es jetzt auch einen, aber bei uns eben nicht. Und dann hat sich die Isi gewünscht, dass wir jetzt mal zu Dunkin' Donuts gehen. Und? Isi hat sich ganz viele tolle Fragen überlegt und das ist ja ihr erstes Interview und das ist ja wohl total klar, dass sie aufgeregt ist und ich helfe ihr natürlich, ne? Also ich springe dann natürlich ein und unterstütze dich, ja? Du brauchst überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Los geht's! Ich bin die Isabel aus Kleinen. Hallo! Hi! Lilly! Paula! Alexandra! Ich spiele die Franzi! Ich spiele Marie! Ich spiele die Kim! Und wen spielst du bei dir auf dem Kanal? Die Isi, genau. Genau, die Isabel, oder eigentlich ich habe einen Blog und die Isabel und der Tobi, das ist der große Bruder und ich, wir haben aber auch noch einen YouTube-Kanal für Kinder, heißt auch Kleine Familienwelt. Ja, und da passt es natürlich super rein. So, und jetzt geht's los. Ich glaube, das können wir alle zusammen auftreiben. Ja, macht Karte. Mal. 1, 2, 3. Pizza! Was sind eure Lieblingsfilme? Wow. Also, mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, Begabt. Also, ja. Ja, also, ich habe viele Filme, die ich sehr schön finde. Aber besonders toll im Moment finde ich Mia und der weiße Löwe. Ja, also ich finde sehr witzig Loriot, die ganzen Sketches und so, auch seine Filme und aber auch Clueless. Und ja, dann auch nochmal dabei probiert. Genau, die Isi darf mit euch dann noch ein Foto machen und darf so ein Stück hinter euch herlaufen. Genau. Ja. Wie lange habt ihr für den Dreh gebraucht? 2 Wochen. Ja. Ja, und dann halt, also wir haben vorher noch ein bisschen, wir hatten einen ganz tollen Kindercoach. Dann haben wir uns vorher immer noch getroffen und dann haben wir uns immer das Drehbuch durchgelesen und dann haben wir bestimmte Konstellationen und so verschiedene Szenen durchgelesen und dann so ein bisschen vorher geprobt, ausprobiert. Ja, genau. Und ja. Was ist eure Lieblingsfolge?
Was ist denn was sind eure Lieblingstiere? Mein Lieblingstier ist der Fuchs. Mein Lieblingstier ist auf jeden Fall der Elefant. Elefant und Giraffe sind meine Lieblingstiere, meine allerliebsten. Also ich habe alle Tiere gern, aber auch so Affe, Giraffe finde ich auch cool. Und ja. Wie alt seid ihr? Ich bin 11. Ich bin 14. 14. Was ist euer größter Traum? Also viele. Ja, auch. Es gibt viele, was ich gerne mal machen möchte. Im Moment ist natürlich mein Traum, weiter das Schauspiel jetzt erstmal zu verfolgen. So. Und ja, mal sehen, wie mich der Wind so treibt. Ja, bei mir ist es genauso. Aber natürlich ist es dann auch immer so schön, wenn es auf der Welt Frieden gibt. Und so. Das ist einer davon. Ja. Genau. Aber das Schauspiel dann würde ich schon gerne weiterverfolgen. Ja, bei mir ist es eigentlich genauso wie bei den beiden. Und halt auch sowas wie Gesundheit und Familie bleibt gesund und sowas halt. Und deiner? Bibi zu treffen. Oh. Das schaffst du nicht so. Und vielleicht sieht die das Video und dann sagt die, ich mache ein Interview. Wart ihr davor auch schon Freunde? Also davor kannten wir uns noch nicht. Also wir kommen ja auch alle aus verschiedenen Städten. Ich komme ja aus Köln, ich komme aus Berlin. Ich komme aus Südtirol. Ey! Ja, aber danach das haben wir das Essen gesehen. Und Paula und ich, wir haben sofort Nummern ausgetauscht. Habe ich nicht so gut kennengelernt. Deswegen. Ja, das war so beim Casting. Also, wir hatten ja alle verschiedene Castingrunden. Und ich glaube, ihr hattet sogar mehrere noch zusammen. Ja. Und ja, dann war das so in der letzten Castingrunde, war das dann, ja, sind wir dann. Da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Jetzt melde ich mich doch da aus dem Off. Okay. Aber wenn dir noch was einfällt, dann kannst du das ganz spontan einfach sagen. Okay, du siehst ja jetzt, es ist alles total entspannt. Gell? Also mit den Castingrunden, ich habe das gelesen, in der Pressemappe stand es auch drin, ist man da so zwischendrin nicht super aufgeregt, wenn man dann immer weiterkommt und man weiß jetzt halt noch nicht genau, wird es denn jetzt klappen oder nicht? Also das ist ja dann auch über einen Zeitraum, über einen kurzen, oder? Ja, also es war natürlich super aufregend für mich, weil es das allererste Casting. Man ist zwischendurch super aufgeregt und meine Freunde waren natürlich alle so, du kommst schon weiter und sag sofort Bescheid, wenn du beim nächsten Casting bist. Und das Witzige war, dass ich noch zu einem vierten Casting eingeladen wurde, was dann für mich eigentlich gar kein Casting mehr war. Mhm. Aber ich musste so tun, als wäre es ein Casting für mich, damit die anderen beiden halt noch so unbeeinflusst waren. Okay. Ja. Ja. Es war immer total locker und cool auf jeden Fall. Und ja, so Casting ist immer so, zwischendurch bist du dann immer so jeden Tag, und hat mich irgendwer gemeldet, jede Stunde. Und immer, ja, Lilly, ich wollte dir noch was, und hat mich mal gemeldet. Und, ja, das ist immer schon, also bei mir war es nie so, es war immer so, ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, ja. Aber dann so die letste Runde, wo es wirklich, ja, wo nur noch wenige ja drin waren. Das allererste Casting und deswegen war ich so, ja, das klappt eh nicht. Und dann sagst du immer, das ist dann. Ja, und es hat ja super geklappt, wie man denn auch sieht, ne? Ja. Genau. Du kommst aus Südtirol, ja. Habe ich jetzt gar nicht gehört am Dialekt. Dankeschön. Wir sind öfter mal in Südtirol, wir sind ja aus Bayern, da ist es natürlich für uns super nah. Und, aber ich habe es gar nicht gehört, dass du jetzt aus Südtirol bist. Sie kann switchen, sehr gut. Ah, okay, ja super, genau. Isi, ist dir noch was eingefallen? Möchtest du noch was fragen? Wir wollten ja jetzt noch losgehen, das haben wir jetzt nämlich nicht mehr geschafft und wollten uns ein Buch, es sollte, glaube ich, gibt bestimmt schon ein Buch zum Film, ja. Oder Zwicker. Und wir treffen euch ja später nochmal beim Roten Teppich, haben wir einen Platz. Und die Isi ist ja dann auch mal zum Schluss noch, glaube ich, so irgendwo in der Nähe bei euch. Und da könnt ihr ja vielleicht noch was Kleines in unser Buch reinschreiben. Genau. Seid ihr denn auch ein bisschen aufgeregt? Weil ihr sitzt ja da recht cool. Oder ist es jetzt schon so, ach ja, läuft schon. Ein bisschen. Wir sind auch ja. Auch wie der Film bei allen ankommt. Und so. Ja. Genau. Gespannt, wie es so ist, weil sich selber zu sehen. Ja, ich glaube, wir können es alle noch gar nicht so wissen, dass wir jetzt den Film sehen, sondern wir bereiten uns eher darauf vor, die anderen zu sehen, ja, die wir nicht gesehen so haben. Die ganzen anderen Darsteller, mit denen wir uns immer super verstehen.
verstanden. Ja. Sehen wir jetzt endlich wieder. Ja, yeah, ups. Aber ihr habt den Film aber schon im Ganzen gesehen, oder noch nicht? Nein, gar nicht. Wow, das wird ja dann total aufregend für euch auch. Ja. Ja, also ich glaube, das wird schon auf jeden Fall ein Erfolg, weil es ist ja jetzt, es ist ein Mädelsfilm, aber natürlich auch für Jungs, das stand extra auch nochmal so dabei. Aber ich habe den Tobi gefragt, der ist jetzt 14 und der hat gesagt, ach, ja, okay, 3 Ausrufezeichen, aber die 3 Fragezeichen und so, ne? Also ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die sich mal treffen. Die draußen haben ja auch die 3 Fragezeichen so als Vorbild. Ja. Also, ja. Alles gut. Das werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten. Ihr könnt den Tobi mal grüßen. Ja. Wenn ihr wollt. Viele Grüße von den 3 Ausrufezeichen an Tobi. Sie wissen alles. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch auf jeden Fall. Ich freue mich total auf den Film und auch euch später nochmal zu treffen. Ich mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, vielen Dank. Ja, super. Dann Dankeschön und viel Spaß noch mit den Interviews und vor allem später natürlich bei der Premiere. Ja. Tschüss. Oh, die Mädels waren so nett und richtig hübsch. Hey. Und freust du dich jetzt auf den Film? Ja. Total, oder? Gibt's da auch Popcorn? Bestimmt. Ja. So, ihr Lieben, Licht ist jetzt irgendwie gerade total hell hier. Wir sind jetzt im Hotel gewesen, haben uns ein bisschen ausgeruht, war doch recht anstrengend, auch heute Vormittag. Haben uns jetzt so ein bisschen hübsch gemacht und gehen jetzt zur Premiere von den 3 Ausrufezeichen. Und wir freuen uns schon total drauf, weil wir haben die Mädels ja vorhin kennengelernt. Die sind so, so süß. Auf den Film. Genau. Und die sind richtig nett. Kommt der jetzt dann? Genau. Ich immer so, genau, genau, genau. Ich bin so aufgeregt. Ja, und ihr dürft natürlich mitkommen. Ja, die Isi freut sich total. Ich freue mich auch und wir sehen uns gleich. Mal, da ist die Isi jetzt. Sie durfte mit auf den roten Teppich zu den 3 Mädels und sie war so aufgeregt. Hallo! Aber es hat super gut geklappt. Genau, da strahlen sie mal. Der hat mir total gut gefallen. Mir auch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Die Mädels, die sind einfach super. Also, ich kann euch nur empfehlen, der Film kommt ab dem 25. Juli in die Kinos und schaut ihn euch unbedingt an, die 3 Ausrufezeichen. Gucken so viel, wir ihn auch nochmal an. Ja, das können wir machen. So viel Mädels-Power und so viel Spaß. Natürlich auch Jürgen Vogel war super. Und ja. Also ich bin total begeistert und hat sehr, 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 sehr gut gefallen. Sehr, 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 sehr gut. Genau, und es war auch richtig, richtig spannend. Ach, es war einfach echt super. Und jetzt? Geht's? Aufs Klo. Ja. Jetzt müssen wir erst einmal aufs Klo gehen. So, los geht's.